Hallo, mein Name ist Clara und ich spreche heute über Kinderrechte. Warum gibt es Kinderrechte? Kinder können sich noch nicht so gut wehren wie Erwachsene. Deshalb ist es wichtig, Kinder besonders zu schützen. Aber was sind Kinderrechte eigentlich? Kinderrechte sind Grundwerte für den Umgang mit Kindern. Diese besagen, dass alle Kinder dieser Welt die gleichen Rechte haben. Egal woher sie kommen, welche Religion, welches Geschlecht oder wie viel Geld sie haben. Und was ist die Geschichte der Kinderrechte? Seit 1989 gibt es die Kinderrechtskonvention. Dort sind alle Kinderrechte niedergeschrieben. Fast alle Länder dieser Welt haben versprochen, Kinder und ihre Rechte zu schützen. Welche Kinderrechte gibt es? Alle Kinderrechte sind wichtig. Drei davon sind das Recht auf Gleichheit, das Recht auf Gesundheit und das Recht auf Bildung.